Ich war natürlich nicht naiv und dachte, so jetzt kannst du Flugblätter drucken, um gegen den Tod deines Freundes in der Stadtsicherheit Haft zu protestieren. Da wirst du weggefangen. Und so habe ich mir überlegt, ah, machst eine Aktion, lässt die Stadtsicherheit oder die SED die Flugblätter drucken, indem du eine Anzeige in die Zeitung setzt, dass dein Freund zu Tode gekommen ist. Und das ist dann auch geschehen. Ich habe sozusagen in allen jener Zeitungen Anzeigen geschaltet und habe diese dann ausgeschnitten und habe sie an die Lichtmasten geklebt und dachte mir, ah, das ist eine Aktion, da können sie nichts machen. Aber das war natürlich naiv. Es war natürlich naiv zu denken, die Stadtsicherheit wird das dulden. Sie haben mich weggefangen, sie haben mich verhört, sie haben mich unter Druck gesetzt. Ich solle doch zugeben, dass ich das war. Ich habe natürlich keinen Ton gesagt und habe jede Aussage verweigert. Und sie haben mich wieder freigelassen. Aber wenige Wochen später haben sie mich festgenommen. Aus einem ganz anderen Grund. Wegen der polnischen Fahne am Fahrrad. Aber am Ende habe ich begriffen, worum es eigentlich ging. Es ging um die Proteste gegen den Tod von Matthias Tomaschk in der Stasi-U-Haft. Also die Stadtsicherheit hat eigentlich nicht entschieden wegen der einzelnen Handlung, sondern die Stadtsicherheit hat entschieden, der Mann macht uns zu viel. Der Mann muss weg. Und jetzt holen wir ihn ab, jetzt sperren wir ihn ein, jetzt schließen wir den Knast ab.